Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmitz, Haifa Video aus Koblenz. Sicherlich wundert ihr euch schon, warum ich meine Gitarre dabei habe. Das ist ganz einfach zu erklären. Diese Gitarre haben wir heute einmal angeschlossen mit einem Kabel an einen Analog-Digital-Wandler. Und der hängt per USB an meinem MacBook. Und damit können wir in der Tat das, was wir hier spielen, einfach mal live recorden. Warum machen wir das Ganze? Der Grund ist ganz einfach. Wir haben hier die neue AM200 von ELAX stehen. Und neben mir sitzt der Björn Johansen. Hallo Björn. Hallo Peter, grüß dich. Schön, dass du schon zum dritten Mal hier bist bei unseren Video-Sessions. Gerne. Und diese aktiven Monitore kann man auch im Studio benutzen. Und deswegen nehmen wir hier auf. Was ist noch so besonders an der Box? Ja, also es ist mittlerweile die dritte Generation unserer Aktivlautsprecher AM200, vormals AM180 und 150. Und wir haben hier wieder verwendet an klassischen Verstärkertechnologie AB. Und das macht den Klang auch besonders aus. Und im Hochtonbereich haben wir 20 Watt und im Tieftonbereich mit 50 Watt. Und ihr fahrt richtig hochwertige Chassis an, also oben den Jet 5, den aktuellen? Genau, der Jet 5 ist hier auch wieder verbaut. Im unteren Bereich den Tieftöner mit der Aluminium-Sandwich-Membran, genau wie wir das bei der 240er und der 400er Serie auch machen. Schön. Und mit den ganzen Komponenten bringt die Box 7,5 Kilo auf die Waage. Ja. Ja, dann schauen wir uns die technischen Feinheiten einfach mal gemeinsam auf der Rückseite an. Genau. Und gucken wir weiter. Wir sehen die Analogeingänge, zum einen XLR Klinke, RCA Cinch, Digital Optical oder Digital Koaxial. Ja, und wofür sind die Drehregler oben rechts genau? Die Drehregler sind für die optimale Aufstellung und somit auch Klangkorrektur. Und zwar einmal für den Nahfeldbereich, einmal für die Konsole, da steht er auch drauf im Augenblick, der Schalter. Lineareinstellung, Mittelfeld, wenn man etwas weiter weg sitzt und On-Wall, wenn der Lautsprecher dicht an der Wand ist. Was ich ganz spannend fand, ist es mir aufgefallen beim Rekorden unten, dass man noch einen digitalen Ausgang hat, um die beiden Boxen miteinander zu verbinden. Das ist korrekt. Rechts davon mit dem Schalter ja den Kanal wählt, für den die aktuelle Box halt eben gewählt ist. Und der Digitalausgang schleift dann zum anderen durch, ne, zur nächsten Box. Richtig, genau. Alles in allem ist der ELAC damit ja ein richtiges Multitalent gelungen. Ja, genau. Und es ist nicht nur für Musiker gedacht, sondern auch für den Musikgenuss im Wohnzimmer. Ja, genau. Hier haben wir mal den Discovery von ELAC angeschlossen. Und genau dafür, für so eine schöne kleine Kette, sind ja die AM200 einfach super geeignet. Der Discovery als Beispiel hat ganz hochwertige Analogausgänge, aber eben auch einen Digitalausgang, respektive zwei. Und da die Box ja nun mal einen Analog-Digital-Wandler integriert hat, können wir also auch alle gängigen Streamer, die eine Lautstärkeregelung integriert haben, anschließen. Und ja, so haben wir eine ganz schöne, kleine, komprimierte Kette, die aber wirklich auf einem ganz hohen Niveau spielt. Björn, war schön mit dir. Vielen Dank, dass du wieder aus Kiel hier runtergekommen bist. Gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal so ein Video drehen über andere spannende Produkte, die ihr noch im Portfolio habt oder bekommt. Und Ihnen und uns und mir wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Musik hören. Schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik. Geil. Einfach geil.